Ja, heute beim Fix It Monday geht es wieder um Wing Chun und darum, dass wir mit unseren Abwehrtechniken vor allem auch ableiten wollen. Also nicht nur die Druckrichtung erspüren, sondern wir manipulieren auch leicht. Weil nämlich, wenn er zum Beispiel hier auf den Körper schlägt und ich mache den Bongsa, er ist mit der Hand hier ziemlich schnell. Ich werde es kaum fertig bringen, dass ich den Körper, wenn ich hier in der Vorwärtsbewegung bin, auf einmal wegbewegen kann. Deswegen ist der Bongsa nicht einfach nur hier so eingedrückt, sondern ich leite hier auch zur Seite ab, um sofort wieder angreifen zu können. Ich gebe ihm keinen Druck, aber ich leite ab. Genauso hier beim Tanzer. Es wird mir da oft nicht gelingen, wenn er hier einen schnellen Fauststoß macht, dass ich hier einfach weg bin. Er wird mich immer noch treffen. Sondern ich muss hier stabil bleiben, ohne zu drücken. Und solche Dinge lernt man zum Beispiel gleich in der ersten Sektion beim Bongsa, wo viele hier bei diesem Lapda-Zyklus den Fehler machen, dass sie hier immer nur den Fauststoß anlegen. Und macht man das so hin und her und glaubt, man übt irgendetwas Sinnvolles, stimmt aber nicht. Es sollte so geübt werden, dass ich hier wirklich einen Druck gebe. Ich muss ableiten. So, wirklich, der einen Bongsa macht, muss hier ableiten. Und ich mache nicht nur das, dass ich hier immer nur die Hand anlege, sondern ich greife an, damit sich der andere angewöhnen kann, dass sich hier leicht ableitet, um normalerweise hier sofort wieder angreifen zu können.